Wir feiern Jubiläum. Na, wir, die ernähren und gleichzeitig das Klima schützen und die Artenvielfalt erhalten. Wir, die mit der Natur leben und Lebensmittel erzeugen, konventionell und ökologisch. Wir, die den Insekten Nahrung und Lebensraum bieten. Die mit den Schafen beim Deichschutz helfen. Wir, die erneuerbare Energie mit Wind, Sonne und Biogas erzeugen und damit das Klima schützen. Wir sichern die Ernährung so zuverlässig wie noch nie in der Geschichte unseres Landes. Wir sind es, die deutschen Bauernfamilien. Für dich, für uns, für alle hier in Deutschland. Wir, die Landwirtinnen und Landwirte, organisiert in der Familie des Deutschen Bauernverbands mit seinen Landes- und Kreisverbänden. Von Nord bis Süd, von Ost bis West. Der Deutsche Bauernverband, das ist für mich meine Berufsvertretung, wo sehr viele Landwirte aus ganz Deutschland organisiert sind. Und ich meine, wir haben Gehör in der Politik und deswegen schätze ich den Deutschen Bauernverband. Also mir bringt die Arbeit im Bauernverband unglaublich viel Spaß und ich finde es toll, mich zu engagieren, weil es auch irgendwie generationsübergreifend ist. Das bedeutet, mein Opa war ja bereits im Bauernverband, mein Vater, ich bin jetzt mit drin. Wichtig ist, dass der Bauernverband weiterhin uns Betriebe, uns Bäuerinnen und Bauern begleitet. Wir sind in einem riesigen Umstellungsprozess. Wir haben riesige Akzeptanzprobleme in der Öffentlichkeit. Die Landwirte müssen wie jeder Unternehmer an ihrem Image arbeiten, müssen das Gute, das sie tun, nach außen kommunizieren. Wir wissen alle, dass wir hier die besten Lebensmittel weltweit haben. Ne? Das können wir nur in Deutschland. Ne? Und verstecken müssen wir uns ganz und gar nicht als Branche. Wir haben modernste Technik, arbeiten auf besten Standort und beste Sozialbedingungen natürlich auch. Also wir Frauen sind ja jetzt ein bisschen auf dem Vormarsch, was auch gut so ist. Denn ich denke, wir haben ein ganz anderes Empfinden und auch vielleicht eine andere Stimme. Und wir müssen natürlich unsere Betriebe auf die Zukunft einstellen. Und da muss der Verband helfen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mitzugestalten. Das macht der Deutsche Bauernverband seit 75 Jahren. Anfangs erzeugten wir das Brot des Wiederaufbaus. Für den Bauernverband spielten die ersten beiden Nachkriegspräsidenten Andreas Hermes und Edmund Rehwinkel eine große Rolle. Es gelang ihnen, die Interessen der Bauern in einem Verband zu bündeln und die ländliche Bevölkerung am wachsenden Wohlstand teilhaben zu lassen. Wir gehörten zu den Wegbereitern für ein gemeinsames Europa, mit der Entwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik und des europäischen Binnenmarktes. Es war auch Präsident Heeremann, der Ost und West zusammenführte und einen großen gesamtdeutschen Bauernverband formte. Wir waren Brückenbauer bei der Wiedervereinigung. Mit Präsident Sonnleitner hat sich der Verband neben internationaler Handelspolitik auch den neuen gesellschaftspolitischen Herausforderungen bei sozialen Fragen und Umweltthemen gestellt. Heute versorgt die moderne Landwirtschaft mit rund 250.000 Betrieben 84 Millionen Menschen in Deutschland. Jetzt beackern wir das Feld der Zukunft. Also im Wesentlichen setzen wir zukünftig natürlich weiterhin auf Ernährungssicherung mit heimischen, hochwertigen Lebensmitteln. Darüber hinaus natürlich das Thema Klimawandel. Da wollen wir auch Lösungsanbieter sein. Und dann ist uns ganz wichtig, dass die Produktion, die Erzeugung von Lebensmitteln noch nachhaltiger wird. Wir erzeugen, was nachgefragt wird. Regional und saisonal. Wir bieten, was nahrhaft, lecker und gesund ist. Wir sind Zukunftsbauer. Unsere Erzeugnisse sind die Grundlage für Wohlstand und für Frieden. 75 Jahre Deutscher Bauernverband. Kompetent, präsent, beständig.